Ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden, in einem Land, das ich nicht nur verwalten, sondern politisch gestalten möchte. Ich möchte Bundeskanzler in einem Land werden, wo es nicht darauf ankommt, wo du herkommst, sondern wo du hin willst. Ich möchte Bundeskanzler in einem Land werden, wo Bildung nicht Ware ist, sondern Recht. Ich möchte Bundeskanzler in einem Land sein, wo alle Lebensentwürfe alle Chancen haben, egal wo man herkommt, welches Geschlecht man hat, welche sexuelle Orientierung und welchen Glauben man hat. Ich möchte für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft antreten. Ich möchte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden, in einem Land, in dem all diejenigen, die Vollzeit arbeiten, auch von dem Lohn leben können. Land, in dem Arbeit nicht nur Lohn, nicht nur Kosten sind, sondern auch Wertschätzung dessen, was die Frauen und Männer machen. Und schließlich, ich möchte Bundeskanzler in einem Land sein, wo Frauen und Männer nicht nur auf dem Papier gleichberechtigt sind, sondern auch tatsächlich durch eine entsprechende Politik die Frauen die Verwirklichung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet. Und gleiche Bezahlung wie das, was die Männer auch machen. Wir alle haben das in der Hand. Wir alle. Sie alle haben das in der Hand, in welche Richtung in den nächsten 4 Jahren diese Bundesrepublik Deutschland geht. Und irgendwo spüren Sie ein bisschen, dass da was aus dem Lot geraten ist. Viele von Ihnen haben ja den Eindruck, dass so Maß und Mitte der sozialen Marktwirtschaft, sozialer Ausgleich nicht mehr so ganz stimmt im Raubtierkapitalismus, wie ein berühmter Sohn dieser Stadt das genannt hat, Helmut Schmidt. Einige von Ihnen kriegen die Spaltung des Arbeitsmarktes mit. Viele von Ihnen haben Kinder, Enkelkinder, die guten Realschulabschluss haben, Abitur gemacht haben und sich anschließend einen Job suchen müssen, Schwierigkeiten haben, vielleicht keine Ausbildung finden oder vom Werkvertrag zu Werkvertrag handeln müssen. Viele kriegen von Ihnen mit, wie die Lage in den Kommunen ist. Viele kriegen mit, dass der Gesellschaftsvertrag, der solidarisch ist und zum Ausgleich beitragen soll, so nicht mehr ganz funktioniert. Sie wissen, da ist irgendwas in Unordnung gekommen. Das ist vielleicht noch nicht greifbar, aber es ist jedenfalls eine Herausforderung. Und ich möchte, dass Sie am 22.09. sich genau überlegen, wie und wen Sie wählen, um diese Herausforderung anzunehmen. Ob das so weiter plätschert, keiner richtig in Anspruch genommen wird, keiner richtig gefordert wird, oder auch auf die Gefahr, dass es darüber demokratischen Streit gibt, dass es auch die eine oder andere Bemerkung gibt, über die man sich aufregen darf, es jedenfalls spannend zugeht in diesem Land. Und ich wende mich an alle von Ihnen, die in diesem und mit diesem Land noch was vorhaben und nicht nur abwarten wollen. Lieber Karl Steinbrück, vielen Dank. Vielen Dank für deine Rede. Vielen Dank dafür, dass du gezeigt hast, dass dieses Land vorankommen kann, wenn man sich darum kümmert. Vielen Dank, dass du gezeigt hast, dass das ihr entscheidet und dass wir einen Regierungswechsel brauchen oder einen neuen Kanzler.
Wir feiern ja nicht nur demnächst einen Wahlsieg, wo wir uns ordentlich abrackern, damit das klappt, sondern auch das 140-jährige Jubiläum der Sozialdemokratischen Partei. 150! Was habe ich gesagt? 150, was ich vorher gesagt habe, war auch 150. Also, ich habe so gehört. Aber wir feiern das 150-jährige Jubiläum dieser Partei. Eine große Geschichte von Demokratie, vom Kampf für Freiheit und Recht. Und etwas, das nie selbstverständlich war, sondern wo sich immer viele engagiert haben. Wir in Hamburg feiern das gleich mit, weil wir natürlich in dieser Geschichte von Anfang an dabei waren. Und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, ein ganz kleines Hörbuch herzustellen, in dem man etwas von dieser Geschichte mitbekommen kann. 150 Jahre SPD. Da sind viele interviewt worden, ganz viele berühmte und nicht ganz so berühmte sozialdemokratische Männer und Frauen, junge und ältere. Ich zum Beispiel, Helmut Schmidt und Peer Steinbrück kommt da auch vor. Als Hamburger, als Sozialdemokrat, als Politiker. Und weil du so fleißig mitgearbeitet hast, möchte ich dir das fertige Produkt jetzt überreichen. Und diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind und sich da auch hinsetzen wollen, das eine lange Zeit lang mal anhören wollen, die können das nachher auch hier am Rande dieser Veranstaltung erwerben. Dann können sie die Stimme von Peer Steinbrück sich jeden Abend einmal zu Gemüte führen. Meine Damen und Herren,